Krav Maga, israelische Selbstverteidigung an der Bundeswehruniversität in Hamburg. Dies sind keine Spitzensportler einer Sportfördergruppe, sondern Studenten der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr Hamburg. Sie trainieren Krav Maga Survival. Der Begriff Krav Maga kommt aus dem Hebräischen und bedeutet Kontaktkampf. Es ist ein Sammelbegriff für verschiedene Selbstverteidigungs- und Nahkampftechniken der israelischen Streitkräfte. Seit Herbst 2010 gehört Krav Maga zum Pflichtprogramm. Pro Halbjahr müssen sie an 5 Unterrichtsstunden teilnehmen. Bereitschaftshaltung macht nur einfach die Hände auf. Es ist für mich dasselbe, ob ich die Hände offen habe und so vor ihm stehe. Ich kann jetzt genauso schnell agieren, wie wenn ich die Hände zusammen habe. Nur so zeige ich meinem Gegner, okay, ich will mich prügeln, und so sage ich, hey, ich will eigentlich gar keinen Schuss. Stopp! Deeskalation und Selbstbehauptung stehen dabei im Vordergrund. Oberleutnant Markus von Hauf ist Koordinator für Kampfsport und verantwortlich für das Krav Maga-Angebot. Er hat in Krav Maga und noch 5 weiteren Kampfsportarten den schwarzen Gürtel. Unterstützt wird er von mittlerweile 40 Instruktoren wie Leutnant Ogiermann, der heute das Training durchführt. Beim Krav Maga Survival ist es so, dass man nicht 10 Jahre trainieren muss, damit man Techniken erlernen kann. Das sind leicht erlernbare Techniken für jedermann. Egal welches Körpergewicht man hat, welche Größe man hat, ob man klein und schwach oder groß und stark oder übergewichtig ist, ist alles egal. Wir nutzen den Menschen so, wie er ist. Das reicht vom richtigen Aufstehen nach einem Niederschlag über optimalen Kopfschutz bis hin zu Techniken, mit denen man auch gegen körperlich deutlich überlegene Gegner bestehen kann. Für den Leiter Studentenbereich, Oberst Dr. Uwe Hartmann, gab es gleich mehrere gute Gründe, Krav Maga als Pflichtbestandteil des Studiums in Hamburg einzuführen. Zum einen ist dieses Deeskalations- und Konflikttraining Teil der Einsatzorientierung. Wir möchten unsere jungen Offiziere hier daran gewöhnen, dass sie einsatzorientiert denken. Und dafür ist diese Art der Ausbildung sehr, sehr sinnvoll und hilfreich. Es gibt ja noch einen zweiten Grund. Ich erwarte von meinen jungen Offizieren, dass sie sich in der Öffentlichkeit in Uniform präsentieren. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn in der U-Bahn oder im Zug irgendetwas passiert, jemand belästigt wird, jemand bedroht wird, gucken alle auf den Uniformierten nach dem Motto, hey, du musst jetzt was tun. Und ich möchte durch diese Art des Trainings meinen Soldaten die Möglichkeit geben, deeskalieren, dann einzugreifen und wenn es hart auf hart kommt, auch gut heil aus der Situation wieder rauszukommen. Das bietet Krav Maga, da es auf der KISS-Philosophie beruht. Keep it simple, stupid. Außerdem sind Erfahrungen des israelischen Militärs eingeflossen. Denn in der realen Konfliktsituation gibt es im Gegensatz zum normalen Kampfsport keine Regeln. Darüber hinaus können dieselben Techniken an die jeweiligen Eskalationsstufen angepasst werden. Durch das Training wird auch die Psyche und die allgemeine Fitness verbessert. Beim Sportlichen ist ausschlaggebend, dass wir unter Stress arbeiten. Und diesen Stress erzeugen wir, da wir die Gefahrensituation nicht nachstellen können sportlich, erzeugen wir durch Anstrengung. Und dementsprechend haben wir einen relativ hohen Grad an Fitnesslevel, was wir in unserem Training versuchen durchzusetzen. Dementsprechend machen wir ein hartes Aufwärmtraining und auch das gesamte Training ist so, dass man gut durchgeschwitzt nachher aus dem Raum geht. Und dementsprechend wird die körperliche Fitness neben den Selbstverteidigungskünsten auch praktiziert. Deutlich erkennbar ist auch, dass alle miteinander und nicht gegeneinander kämpfen bzw. trainieren. Mach ich ins Gesicht rein. Okay. Okay. So, jetzt das Knie mal unter den Trizeps setzen. Ja. Und jetzt, guck mal, der kleine Finger geht nach da hinten durch. Ja. Und jetzt zieh mal. Zieh mal nach den Arm. Ja. Und wem das Pflichtprogramm nicht reicht, der kann sich wöchentlich in mehreren AGs austoben und weiterlernen. Krav Maga mit wenigen einfachen Techniken Situationen deeskalieren oder bei Gefahren sich behaupten und durchsetzen.